Gebäude geplündert, habe nichts anderes gemacht, als mir Ressourcen zu bauen. Maurice hat mir den Krieg erklärt, nachdem er seine Armee vor mir stationiert hat. Und jetzt erklärst du mir, ich bin schuld. Ich habe noch nicht mal was angegriffen von ihm. Er plündert hier seit 4 Runden meine Ländereien. What the fuck? Das war richtig daneben von dir, Pia, was du mir da angetan hast. Das habe ich 3 Leute gegen mich zusammengeschlossen. Ich habe keine einzige Kriegshandlung bis jetzt gemacht in dieser Runde. Alles klar. Das ist also auch interessant. Merke ich mir für nächstes Mal, Sepp. Und wir warten, bis Maurice wieder da ist. Ja, also ich muss sagen, das Frustrierendste an der Runde für mich ist gerade wirklich, dass ich total friedlich gespielt habe, weil ich habe ja wirklich nichts gemacht. Ich habe keine einzige Kriegshandlung gemacht und habe dann auch noch aufgehört, mich in Sepps Richtung auszubreiten, damit er dort Platz hat. Und jetzt erklären mir 3 Leute parallel den Krieg. Das ist ein bisschen ein Trigger, weil ich halt einfach mit den Kulturen, die ich mir ausgesucht habe, hatte ich mir extra Dinge ausgesucht, die nicht auf Krieg gehen, weil ich halt die Leute nicht Situation, nicht einschüchtern wollte. Sind stark. Und jetzt werde ich halt angegriffen. Ich hätte halt meine letzte Kultur auf Krieg wählen sollen. Das war mein Fehler. Ich hatte zu viel Vertrauen in die Runde und hätte damit rechnen müssen, dass sich alle gegen mich verbünden. Also Maurice, ich wollte eigentlich keinen Krieg führen. Du bist jetzt mitten in meinen Landen drin. Das ist äußerst ätzend. Da unten bist du auch am Kommen. Ich sehe das, dass du da unten im Süden auch zuschlägst. Ich muss jetzt halt leider ein Exempel an dir statuieren, bevor hier alle bei mir einmarschieren. Das heißt, wenn du dich nicht jetzt von mir verabschiedest, dann werde ich bis zu deiner Hauptstadt vormarschieren, weil das kann halt einfach nicht sein. Du hast jetzt nur die letzte Möglichkeit umzudrehen und wenn du es nicht machst, dann wird das jetzt halt blutig werden für deine Leute. Das tut mir sehr leid. Nee, wir lassen uns doch von sowas hier nicht einschüchtern. Okay, gut. Also ich habe auch geguckt, du hast auch schöne Sachen, so, also die sind gar nicht so schlecht, deine Einheiten, aber ich bin halt gespannt, ne? Was das bessere kriegerische Volk hier sein wird. Mit deinen Schwertkämpfern. Sind die noch aus der Steinzeit oder von wo hast du die aufbehalten? Ja, das sind große Helden. Das sind große Helden. Aha, gut. Warum wurde hier angezeigt, dass ich hier überlegen bin, obwohl ich nicht bin? Reichlich dreist. Na dann, Männer, Rückzug. Jetzt das läuft er wieder weg. Das ja, ist doch das nicht denn? Dein Ernst. Greif an, du siegst locker. Und dann... Alter, das ist nicht dein Ernst, wie er jetzt einfach wieder wegrennt. Alter, das ist ein kleiner strategischer Setback. Das kann passieren. Das es gibt keine Front, er ist in meinem Haus. Front. Die Front ist tatsächlich so ein bisschen... Er ist in meinem bisschen... Wohnzimmer, verdammte Kacke. Und Sepp erklärt mir, dass ich den Krieg erklärt habe. Der steht einfach mitten in meinem Wohnzimmer. Aber mein Chat hat es gut zusammengefasst. Wir lassen uns nicht einschüchtern. Auch eher Rückzug. What the fuck, Pia? What the fuck? Warum hast du das gewonnen? Du warst What? Schwächer als ich. Verloren. What? Also, das ist halt einfach Pain. So, wir dürfen es nicht spielen. Meine Einheiten sind stärker als seine. Ich verliere alle Einheiten und er gewinnt. So, hä? Alter, sie hatte so 20 Pikiniere und krasse Reiter. Warum sind die, warum habe ich verloren? Warum sind meine Einheiten sind alle tot? Verloren. Wie viel? Ein Elefant. Aber deine Armee war schwächer als meine in der Anzeige. Ich habe 15 Elefanten und habe doch wohl einen verloren. Für mich ist halt frustrierend, weil halt in der Anzeige, sonst hätte ich ja nicht gekämpft, aber in der Anzeige oben standen einfach 90 Kriegspunkte mehr für mich. Alle meine Einheiten sind weg, von dir ist eine Einheit weg. Also, das ist schon krass. Dann sage ich halt, okay, dann sei es random sein und dass wir in etwa gleich viel verlieren, aber wie kann denn die Anzeige sein, dass ich stärker bin, meine gesamte Armee wiped und du verlierst eine Einheit? Also dann passt was an der Anzeige einfach nicht. Das ist schon krass, ja. Ich kann halt nichts machen. Gerade gesagt, sie hat nichts mehr. Das ist ein, also ich habe ja auch nichts mehr. Du führst ja komplett. Du fährst da jetzt über die ganzen Städte drüber. Ich habe das jetzt gewonnen? Ja, was glaubst du denn? Du hast, ich habe ja gesagt, ich habe nichts mehr. Ich habe auch nichts mehr. Du stehst in meiner Stadt drin, trotz Mauern. Ja, ja, in der Stadt mit Mauern hast du mal 5 Pikiniere und noch so einen Panzerreiter und... Ich kann nichts machen. Ich habe es ja gesagt. Wow. Ich habe nichts mehr. Du fährst bis in meine Hauptstadt rein. Wie OP sind denn bitte diese Elefanten? Ja, die sind. Ich kann nichts tun gegen dich. Also gar nichts. Nerf Benjamin. Ich habe auch keine Einheiten mehr. Also ich habe geguckt quasi. Ich muss halt in die nächste Epoche aufsteigen, damit ich vielleicht noch was kriege. Also ich versuche gerade Hellebardiere zu bekommen. Aber auch die sind schwächer als deine Elefanten und ich habe dann nichts mehr. Es gibt einfach keine Einheiten mehr, die ich da lernen könnte, die was machen. Es gibt einfach nichts. Und meine Pferde sind halt schon das Stärkste, was ich habe. Und gegen die kämpfst du und die schlachtest du ab, als wären sie halt Ponys. So. Ich könnte halt richtig viel machen,
Aber ich bin ja auf Wissenschaft gegangen und dann wurde mir der Krieg erklärt. Und jetzt spiele ich eine Wissenschaftsnation im Krieg. Das heißt, ich komme nicht dazu, meine Gebäude zu bauen. Ich habe kein einziges Gebäude gebaut, weil ich nur am Aufrüsten bin seit 10 Runden. Was du machen könntest, wenn du sagst, also so von meinem Standpunkt aus, würde ich an deiner Stelle sagen, okay, den Krieg gegen die fucking OP-Elefanten habe ich verloren, aber Sepp kann mir eh nicht viel klauen, der nervt jetzt eigentlich nur. Ich kämpfe jetzt eigentlich nur noch gegen Maurice, weil da habe ich eine Schnitte gegen. Nee, ich lasse dich mit deinen Elefanten jetzt bestimmt nicht verlustlos hier durchmarodieren. Ich werde meine gesamten Ressourcen da reinpacken, damit so viele wie möglich davon sterben. Das kannst du vergessen. Als ob ich dir jetzt den Sieg dafür gebe, dass du mir in den Rücken gefallen bist, damit du dann gewinnst. Also du bist der Erste, den ich angreife, noch vor Maurice. Maurice war zumindest ehrlich. Du hast noch auf Freund gemacht in der Pause und bist mir dann in den Rücken gefallen. Also du kannst dir sicher sein, du bist heute mein finaler Gegner. Vor allem selbst, was muss ich denn da hören, wie du hier, also ich dachte, wir sind Kameraden, Bundesgenossen. Genauso wie ich dir vorhin einen unabhängigen Tipp Beratung gegeben habe, habe ich jetzt Pia genauso unabhängige Beratung gegeben wie dir. Glaube ich, sie verliert jetzt sie verliert den Krieg gegen mich, aber das wissen wir noch nicht. Noch eine Chance. Das wissen wir noch nicht. Wenn sie sich auf dich fokussieren würde, dann würde sie gegen mich eine Stadt verlieren, aber gegen Maurice halt nichts. Und könnte sich dann weiter... Ich verliere auch gegen Maurice auch so nichts. Er hat ja nichts, womit er da unten gerade weiter reinfahren kann. Ich baue ja unten noch parallel andere Armee. Also ich baue ja unten Armee gegen Maurice. So. Also jetzt mal ganz ehrlich, ich glaube, ein bisschen unterschätzt ihr mich da jetzt auch hier gerade. Aber das soll euer Problem sein. Das heißt ja gekränkt, das ist ja euer Fehler. Aber... Oh, mein Essen. Ja, Sepp, ne? Oh Gott, wo kommt... Was? Sepp, also bitte, Junge, hast du das gedacht, dass du jetzt einfach über mich drüber rollst und ich dir keine Gegenwehr leiste? Du wirst sowas von bluten jetzt. Also jetzt mal hier, Butter bei die Fische, ja? Komm her, Junge, komm her. Er hat meine Einheiten hier auf offener Straße einfach aus dem Nichts abgemeuchelt. Dabei sind wir Verbündete. Das kenne ich. Ja, das mit dem Verbündeten gewesen kenne ich gut, Sepp. Na, wie schmeckt die eigene Medizin? Ich weiß ja, dass ich den moralischen Highground nicht wirklich habe, aber mir bleibt ja nur noch so zu tun, als hätte ich ihn, weil alles andere wurde mir ja genommen. Ist das so? Ist das so? Also ich kann behaupten, meine Nation war in keinem Krieg involviert. Meine auch nicht freiwillig. Ich kann sagen, dass ich niemals angegriffen habe. Ich bin immer friedlich geblieben. Verwirrt. Selbst als alle auf Pia gegangen sind. Ja, weil du den Weg nicht gefunden hast! Du gestehst also ein, was für ein schlechter Verbündeter du warst, Steinwallen. Du hast sie einfach verlaufen auf dem Weg und jetzt tust du so, als wäre es geplant gewesen. Aber ganz ehrlich, ich freue mich richtig auf Crusader Kings 3, Dingsabumster DLC und ich hoffe wirklich, dass wir nochmal eine Crusader-Runde machen. Also absolut. Also das kann ich jetzt schon, weißt du, ein Wahlversprechen. Ich bin ja nicht wie der Bundessepp. Ich gebe konstruktive, sinnvolle Wahlversprechen. Ich gelobe hiermit, es wird wieder eine Crusader Kings-Runde geben. Ich sehe auch Crusader Kings als das Herz dieses Formats, weil es das heißt so schön alles, genau, weil es alles repräsentiert, was ich in diesem Format haben wollte und was ich hier cool finde. Und es ist auch einfach ein Spiel natürlich, wo ich weiß, dass sehr viele der Teilnehmer einfach Bock drauf haben. Das heißt, also eine Crusader Kings Runde würde es 100% wieder geben. Ich mag Crusader Kings 3 halt total gerne, weil man einfach Kinder handeln kann und das ist einfach eine coole Währungseinheit. Ja gut. Der beste Tipp ist, wenn du eine Einheit oder wenn du quasi irgendein Land siehst, das Elefanten bauen kann, dann ist es, nimm es. Das, ja, was du nehmen solltest und bau die Elefanten. Mhm. Und schau, dass die Elefanten glücklich sind. Im Chat wird mir gesagt, ich soll mir noch das Öl sichern. Leute, in 13 Minuten ist dieses Spiel vorbei. Soweit, es wird nicht mehr zu viel Öl bei mir kommen. Ja, das ist voll schade. Das ist, glaube ich, die einzige Ressource, die mir noch fehlt. Dann hätte ich alle. Alle, die mir angezeigt werden. Ich baue auch schon an der Kathedrale rum, aber ich glaube, das wird nichts mehr. Vor allem ist es nicht sogar die Basilius-Kathedrale? Ist das nicht die, die in Moskau steht? Oh, das ist eine extra Beleidigung. Klaust du mir sogar schon meine Kathedralen hier, super. Euch beiden sogar. Und das findest du lustig? Schon ein bisschen.
Ich besitze keine Streitkräfte mehr. Ich habe alle meine Streitkräfte. Das hat uns sogar noch einen Stern gegeben. Jawohl. Nice. Hast du gewonnen? Nee. Ja. Irgendwo einen Soldat. Ich habe ihm jetzt hier noch mal ein bisschen auf die Nase gegeben. Hatte meine Kriegselefanten doch nicht zurückziehen. Es hat mir noch Punkte gegeben, ja. Meine Kultur wurde komplett unterwandert von Sepp. Also nachdem der alles eingenommen hatte bei mir einmal, hat sich das nicht mehr erholt, weil der Chat gefragt hat. Das ist auch echt krass. Aber ich glaube, das spielt auch damit mit, dass er einfach eine Epoche vor mir ist. Und damit hat der jetzt ultra viel Einfluss auf mein Reich, das direkt anliegt. Sonst wäre das wahrscheinlich dagegen gegangen. Die sind auch übelst groß, ne? Die sind alle zu 40 Einwohner. Du hast ein sehr krasses Reich. Du wurdest ja nie angegriffen und konntest halt, die Elefanten waren halt sehr bevölkerungseffizient am Anfang. Alle anderen von uns haben halt auch Truppen verloren. Ich habe so viele Truppen verloren, ey, holy shit. Und das sind ja alles auch Arbeiter. Und du musstest ja, nachdem du die Elefanten hattest, erstmal lange Zeit gar keine Armee mehr neu bauen. Weil ich habe ja erstmal was gegen Pia verballert, wie so ein Depp. Ja, und dann 8000 Schulden in mich reingeknallt. Gerechtigkeit ist halt manchmal nicht nett. Gerechtigkeit, okay. Ich fand's eine echt coole Runde. Ich fand vor allem auch, was man halt wirklich gemerkt hat, wir waren halt alle echt nah aneinander. Also das hat vom spielerischen Skill her, gab es ja wirklich oft Punkte, wo wir alle irgendwie nur 100 Dinger entfernt waren. Und Platz 1 hat sehr oft sich gewechselt. Das fand ich wirklich spannend. Ich fand, das Spiel ist noch nicht 100% bereit für so ein Format, so blöd das jetzt klingt. Also, dass wir jede Stunde ein Disconnect hatten, dass das Balancing halt echt noch Probleme hat, das hat man schon gemerkt. Aber ich finde, es ist im Kern ein mega cooles Spiel. Also, ein paar Patches mehr noch. Ich glaube, wenn man die Elefanten rausrechnet, wäre es, glaube ich, schon ziemlich gebalanced gewesen. Ja. Also, die Disconnects waren halt ein bisschen nervig, aber das ist okay. Bei Civilization hast du es auch häufiger mal. Aber wenn du jetzt so die Elefanten rausrechnest, glaube ich, war das ganz nice. Ich hatte sehr viel Spaß und ich finde das auch voll fein, wenn man halt voraus ist, dass sich dann andere Leute mit einem verbünden. So. Ich würde auch grundsätzlich sagen, bin bei sowas keine schlechte Verliererin. Ich bin das gewohnt, dass diese Dinge passieren und Trash-talke dann halt einfach, weil ich finde, das heizt halt das irgendwie auch so ein bisschen an. Ich nehme das ja niemandem krumm. Aber wenn du halt dann in der Situation bist, wo du halt diese Kombination bekommst aus, okay, das ist eine Einheit, die ist nicht gebalanced und dann ist die Rechnung von dem automatisch Fighten scheiße und dann stehst du mit deinen Einheiten in den Mauern deines Gebäudes und verlierst halt alles so. Und das war wirklich ein Punkt, wo ich gesagt habe, also ich hatte ja damit gerechnet, als ich mit drei von euch Krieg angefangen, also dass der angefangen wurde, dass ich den halt verlieren werde. Ich habe nicht damit gerechnet, dass die eine Armee von Sepp meine gesamte Armee wiped, zwei meiner Städte einnimmt und die anderen nur noch daneben stehen müssen, weil ich gegen nichts mehr ankomme. Also ich glaube, so wie das Spiel jetzt gerade gebalanced ist, ist es nicht ready für eine Multiplayer-Runde, weil die Frustration bei sowas dann so hart ist, weil du da einfach nichts gegen machen kannst. Du hast einfach Pech mit der Kultur, die du genommen hast und dann ist das so. Und ich glaube, da müssen sie erstmal noch ein paar Einheiten balancen. Entweder stärkere Einheiten irgendwie in andere quasi Kulturen packen oder die Elefanten nerven oder dass du einen höheren Verteidigungsbonus hast in den Gebäuden. Irgendwas muss halt gemacht werden. So ist halt noch zu hart. Kein Problem vom Balancing, das ist halt nur beim Autokampf so, weil im manuellen Kampf kannst du gegen die agieren. Ich falle jetzt einfach ins Bett. Ich sehe mich auf meinem Weg ins Bett. Schlaft gut, ihr Lieben. Träumt schön.